So, der nächste Tag ist am Start und wir haben unser Pferd zu pflegen. Aber gespannt. Wir haben ja gerade mitgekriegt, dass die Girls, da die Zickenklicke, Klickenzicke, irgendwas vorhaben. Ich würde gerne wissen, wer der Junge da drüben ist. Immer wenn man ihn sieht, ist er dabei, irgendwas zu reparieren. Komisch. Sieht aus, als wollte er mit niemandem in Kontakt kommen. Komisch. Es sieht so aus, als wolle er mit niemandem in Kontakt kommen. Achso, sie sagt's ja. Ich depp. Wir schleichen uns mal ran an den Jungen. Vielleicht wird das unser neuer Boyfriend. Wie kommen wir an den ran? Der sah gerade so aus, als würde er pinkeln. Er hat auf jeden Fall eine geile Frisur. Der ist ja in dem Zaun. Wie kommt man denn in den Zaun? Hä? Da kommen wir gar nicht ran. Nee, das funktioniert nicht. Wir kommen ja nicht hier. Hallo? Vielleicht können wir ihm zurufen. Hallo? Nee, und rein komme ich ja auch nicht. Aber er hat wirklich eine schöne Top-Frisur. Das ist richtig awesome. Na, guten Morgen. Seid ihr auch alle da? Dein Schulpferd hat auch schon bessere Tage gesehen, was? Was? Was hast du gesagt? Ich glaube, sie braucht Fettstress. Komm, wir schlägern uns. Komm, wir tragen es aus wie echte Frauen. Komm schon. Mit Haaren ziehen und dem ganzen Scheiß. Na ja, gut. Oh Gott, der Unterricht beginnt. Ich wollte mich doch um mein Pferd kümmern. Ist geil, dass man schwänzen kann irgendwie. Na gut, gehen wir in den Unterricht. Die Geschichte des Pferdes ist ein spannendes Thema. Das Pferd ist ein Säugetier und gehört zur Gattung der Unpaarhufer. Auch Esel und Zebras zählen dazu. Die Evolution der Pferde erfolgte über viele Zwischenstufen. Sie begann vor rund 50 Millionen Jahren. Der Vorfahre des Pferdes war ein kleines Waldtier mit gerade einmal 50 Zentimetern Schulterhöhe, gewölbtem Rücken und kurzen Beinen. Vor 4 Millionen Jahren entwickelte sich dann aus einer Vielzahl verschiedener Arten der Vertreter des Pferdes, wie wir es heute kennen. Again what learned, würde ich mal sagen. Again what learned. Und jetzt schauen wir uns unser Pferd an. War das eine Anspielung von der Tussi, dass irgendjemand was mit unserem Pferd angestellt hat? Dass diese Zeckenklicke irgendwas mit unserem... Oh, die wird doch nicht irgendwas mit unserem Edelsteinchen gemacht haben. Dein Schulpferd hat auch schon bessere Tage gesehen, was? Boah, ich bringe sie um. Die haben ihn bestimmt im Dreck gebadet oder sowas. Oh mein Gott. Ich mach sie alle kalt. Der erste Amoklauf in einer Reitarena, Reitakademie. Pass auf, das passiert gleich. Da müssen sich die ganzen Neureichen... Familien neue Kinder kaufen, weil ich sie alle in den Jordan befördere. Über den... Die Box ist wirklich sehr schmutzig. So viel Mist kommt nicht von einem Tag. Pauline, du musst dich vernünftig um dein Schulpferd kümmern. Aber... Keine Ausreden und keine Extrawürste. Ich mag dich gern, Pauline. Aber ich werde kein Auge zudrücken, wenn du dein Pferd nicht putzt oder vergisst, die Box auszumisten. Na los, an die Arbeit. Ich habe das Pferd doch erst gestern bekommen. Das weiß er doch. Also so bescheuert kann er doch gar nicht sein, der Max. Oder der Max hat eine Fehlfunktion. Ihr wisst schon, ne? Der ist nicht so ganz bei der Sache. Ja, okay, wie mache ich das jetzt weg? Hä? Wie geht das? Mit der Schaufel vielleicht? Stallbutler? Der Stallbutler macht es. Und schön wird das weg. So, der Stallbutler. Gut gemacht. So, und jetzt brauche ich noch Stroh, oder was? Ah, okay, gut. Dann kann ich hier die Flecken ersetzen. Schön. Schön, so geht das. Perfetto, ha? Wie kann Max nur glauben, dass ich mutwillig mein Schulpferd vernachlässige? Ja, das weiß ich auch nicht. Und mehr als einmal pro Tag ausmisten ist doch nicht normal. Naja, vielleicht liegt's ja am Futter. Ich sollte mal mit anderen Schülern darüber sprechen. Nein, solltest du nicht. Wir haben ja gehört, dass die anderen voll die linken Bazillen sind. Das muss ja... Wie kann der überhaupt... Also, wie, das muss er doch sehen, wenn er hier der Chef des Stalls ist, der Stallmeister, ja, quasi. Und trotzdem hier voll die fiesen Sachen passieren in seinem Stall. Das kann ja wohl unmöglich der Wahrheit entsprechen. Ich möchte mich nicht mit meinen Klassenkameraden darüber unterhalten.
Aber vielleicht hat dieser mysteriöse Junge ja was gesehen, der da immer noch diesen Baum anstarrt. Vielleicht liebt er Bäume. Er ist ein Baumlover. Oh ja, Kevin Baumlover. Warum Kevin? Naja, warum nicht? Kevin sind einfach die Besten. Hallo, mein Name ist Kevin Baumlover und ich liebe Bäume. Ich bäumel den ganzen Tag so rum und lass mich auch ab und zu mal asten. Hasten, asten. Am Masten. Guck mal, cool, wie er seine Hände in seiner Hosentasche hat. Er hat seine Hände nicht in seiner Hosentasche, sondern hat die Hände in seiner Hose. Da hat er sie auf einmal aus der Hose wieder raus. Na gut, egal. Hi. Oh, was macht sie denn da? Sie wartet vor der Tür. Hallo? Sag mal, wie oft putzt du deine Box? Einmal am Tag, das reicht völlig aus. Danke, aber das bringt mich noch nicht weiter. Doch, klar bringt dich das weiter. Wer ist sie überhaupt? Warum hat sie dieselbe Hose an wie ich? Aber guck, sie hat wenigstens Reitschuhe an. Sie ist die Einzige, die hier Reitschuhe anhat. Ein komisches Oberteil. Das sieht richtig gruselig aus. Und ansonsten sieht sie aus wie ich. Sie könnte meine Schwester sein. Ach, die haben alle normale Schuhe an. Nur ich nicht. Wieso habe ich so komische Sandalen an? Wir gucken mal, was die anderen Mädchen, meine Bankennachbarn, also meine Zimmernachbarn mir sagen. Oh ja, guck mal hier. Katja. Katja weiß was. Da wette ich. Katja, du weißt was. Sag mal, Katja, wie oft putzt du denn deine Box? Einmal am Tag. Wieso? Musst du öfter putzen? Allerdings. Meinst du, das liegt am Futter? Du hast keine Ahnung, was? Vom Futter. Schon mal auf die Idee gekommen, dass dir jemand einen Streich spielt? Ja, aber wer würde sowas denn tun? Tja, hier laufen viele Leute rum. Ja, auch ja. Solche, die nicht zur Akademie gehören. Oh, ach so. Sie schiebt es auf die Dorfmädchen. Es sind aber gar nicht die Dorfmädchen, sondern es sind hier die da. Ich zeig's sie euch. Na, wir werden sie... Na, da. Da sind sie. Da sind sie, die Zickenklicke. Ich mache euch fertig, wenn ich euch erwische. Ich sag euch, ich hänge euch an euren Brillen auf. Oh, ich muss schon wieder Stall putzen. Das kann ja wohl nicht wahr sein, wie viel kackt das Pferd. Wir rufen erstmal Mama an. Hallo, Mama? Hallo, Pauline. Mama, stell dir vor, ich habe jetzt ein eigenes Schulpferd. Super. Und da musst du dich ganz allein drum kümmern? Klar, aber wir haben ja auch einen Stallmeister. Max heißt er. Er ist echt nett. Doch er ist auch streng, wenn man mal den Stalldienst vergisst. Du machst das bestimmt prima. Ich bin stolz auf dich, Pauline. Oh, danke. Tschüss, Mama. Tschüss, Pauline. Ja, das ist auch schon ganz schön. Würdet ihr einfach so mit 13 oder was raus von zu Hause und dann in so einer Akademie für Pferde wohnen? Ja gut, ist ja wie ein Internat, ne? Also, kann man schon machen. Denke ich auch. So. Ich denke, das ist eigentlich kein so ein derbes Thema. Man hatte normal Unterricht und so und... Ja, warum kann ich denn hier mal die Uhrzeit umschalten? Ich finde das komisch. Komme ich jetzt da rein? Durch sein Büro? Und schau mal, weißt du, was geil ist? Warum teleportiert er uns automatisch auf die Tür, durch die wir nicht durchgehen können? Das ist ja total nutzlos. Oh, Max. Max, ist Ihnen in letzter Zeit hier etwas Verdächtiges aufgefallen? Allerdings, dass du deine Box nicht richtig putzt. Ja, nein. Ich glaube, mir spielt jemand einen Streich. Aha. Du meinst, dir schaufelt jemand heimlich Mist in die Box? Ja. Und wer sollte das sein? Keine Ahnung. Aber ich habe hier in letzter Zeit einen fremden Jungen beobachtet. Vielleicht? Das kann ich mir nicht vorstellen. Dieser Junge ist nämlich mein Sohn, Yannick. Er hilft mir hier manchmal aus. Im Moment repariert er die Zäune hinter dem Schulgebäude. Frag ihn doch mal. Ja, vielleicht hat Yannick ja was gesehen. Oh, guck mal, wie meine Box schon wieder aussieht. Jemand manipuliert hier. Yannick hat bestimmt was mit einem von diesen komischen Zickenklicken am Laufen, ja? Und deswegen, boah, der unterstützt die voll. Und deswegen kommt er auch hier einfach so rein, weil er der Sohn von Max ist. Und er ist ein Arsch, weil er sowas macht. So ein doofer, blöd Penner. Mein Gott, wenn ich ihn zu fassen kriege, ich sage ihm, ich mache ihn 3 Köpfe kürzer. Köpfe vor allem. So, klick hier, klick da. Wimmel, wimmel, wimmel. Okay, das ist kein richtiger Begriff. Wimmel, wimmel, wimmel. Ah gut,
Wir gehen mal nach draußen und gucken mal, was Yannick... Wir gehen mal nach draußen, ist auch so geil. Was ist mit Deutsch los? Also, Yannick? Yannick? Wo bist du? Wo ist Yannick? Der war doch gerade noch hier. Der war doch da gerade noch da vorhin an dem Innendings da bei den Bäumen. Wo ist Yannick nun? Verdammt nochmal, Yannick. Ich werde dich zur Rechtschaffenheit ziehen. Wo ist er? Ich mach ihn platt, ich sag's euch. Ich mach Yannick 3 Köpfe mindestens kürzer. Wenn nicht sogar noch einen, dann wären es 4. Dann ist nur noch so ein Stumpen von ihm übrig. So ein paar Füße so. Verstehen Sie? Füße. Oh Gott, dieser Kauz macht mich immer total das... Wo ist denn jetzt Yannick? Ich glaube, Yannick ist weg. Da hinten blinkt jemand. Habt ihr es gesehen? Und jetzt ist er da in die Wand gelaufen. Auch lustig. Ach, da gibt es noch einen Hinterhof von dem... Da ist noch hinter dem Schulgelände irgendwas. Ich glaube nicht, dass da irgendwas Gescheites ist. Wo könnte denn jetzt Yannick hingegangen sein? Yannick treffen. Ja, super gut. Aber... Wo? Ne? Wo und wie? Wieder what? Oder wer? Oder warum? Und da geht's auch... Ah, da kann man im Kreis reiten, oder was? Was ist das hier? Ist das auch so eine... Huch! Auf. Ist das auch wieder so eine Cross-Country-Strecke da? Ja, anscheinend. Da kann ich wohl irgendwo hinridern. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal testen, wenn wir unser Horsey-Pferdi dabei haben. Also unseren guten Edelstein. Wenn wir nicht mal... Also wenn wir ausnahmsweise mal nicht eine Box reinigen müssen, weil jemand wieder da Kacke reingekippt hat. Wahrscheinlich sind das die Mädchen selber. Die pfeifen sich immer ordentlich Bohnen rein und sowas und dann gehen sie zusammen in den Stall und machen in meine Box. Das finde ich nicht geil. Und wo ist Yannick, verdammt nochmal? Yannick! Ist das Yannick? Nee, Yannick hatte diesen geilen Topfschnitt, oder? Und er hat gesagt, er macht irgendwas am Zaun, aber... Nee, das ist nicht Yannick. Hallo? Dein Schulpferd hat auch schon bessere Tage gesehen, was? Was? Was soll denn der Scheiß, du Penner? Lass mein Schulpferd in Ruhe. Was ist los mit euch? Das ist Mobbing. Ich bringe euch alle um. Ja, ja. Das so lernt man das in meinen Videos, ne? Was macht man mit Leuten, die unfair zu einem sind? Man bringt sie um. Aber wo mag... Nein, ihr dürft niemanden umbringen. Lasst das bitte. Also wenn ihr jetzt schon dabei seid, dann macht meinetwegen noch den einen, aber dann ist gut. Dann keine Toten mehr, okay? Oh, da dreht er sich um. Der hat sich gerade verdächtig von mir weggedreht und läuft jetzt schnurstracks weg von mir. Das ist mit... Ich glaube, der da vorne ist Yannick. Kann das sein? Warte mal. Bleib stehen! Bleib stehen! Hallo? Nein, okay, das ist auch nur... Die sehen immer alle aus wie... Okay, sie ist 13. Und wenn die alle in demselben Alter sind, dann ist klar, dass die alle aussehen wie 8. Weil Jungs ja immer so ein bisschen jünger aussehen. Fragen wir ihn mal. Das ist doch bestimmt Yannick. Ne? Nein. Wer ist denn das hier dann? Der Schulwächter. Ach, das ist der Baseballchef. Wo? Ja, ich habe keine Ahnung. Wo kann denn Yannick sein? Er hat doch was gesagt. Er ist in den Zäunen beim Schulgelände. Aber hier ist niemand bei irgendwelchen Zäunen. Und sie hat ja gesagt, sie will den... Ui, ihr seid gerade voll durcheinander. Also ihr seid durch... Da vorne! Ah, oder nee. Doch. Doch, das ist Yannick. Aber man kommt da nicht ran. Dein Schulpferd hat auch schon bessere Tage gesehen, was? Oh, sei bloß ruhig. Ich mach dich platt. Guck mal, der steht da außerhalb vom... Wieso steht der außerhalb vom Gelände? Hallo? Wie soll ich denn jetzt da hinkommen? Das ist eine Mauer dazwischen. An dieser Stelle könnte ich mit dem Pferd rüberspringen. Hoffentlich gibt das keinen Ärger. Gut, ich kann ohne Pferd anscheinend nicht drüber springen. Dann gehen wir mal... Das ist so dämlich, dass man hier nicht... Dass diese Tür, da wo man hin teleportiert wird, man nicht benutzen kann. Aber rausgehen kann ich da schon. Aber vielleicht teleportiert es mich dann zu meinem Pferd. Vielleicht deswegen. Ach, ich weiß es nicht. Dann gehen wir halt hier durchs Büro, tragen hier schön den ganzen Dreck rein. So ab. Weil da hinten ist nämlich auch die Sattelkammer. Ich muss immer einmal, sonst würde ich ja hier rauskommen, könnte gleich zu meinem Sattel gehen, könnte mein Pferd satteln und loslegen. Aber nein, ich muss ja erst einmal durch die komplette Halle durch... Dingsen, dümmeln, ömmeln. So.
Ah ja, ich kann mich in dem Gebäude auch nicht teleportieren. Ah, Hass. Da bist du ja. Na du? Komm, wir gehen jetzt zu Yannick. Also ich sitze und du gehst. Oder läufst, wie auch immer. Wir entscheiden uns später dafür. Nein, wir entscheiden uns jetzt für Galoppe. So. Oder der Kopf sieht ungesund aus, oder? Wie das Pferd denn... Hallo! Bam! Hier, wie das Pferd den Kopf hält, das sieht schon nicht so gesund aus. Wir nehmen nochmal da das Hindernis. So. Und hier auch. Ha! Yannick, ich komme. Bam, voll ins Gesicht. Oh, ich wurde abgeworfen. Das ist okay, ich steige immer so ab. Ich wollte eh absteigen. Das ist meine ganz natürliche Art, abzusteigen. Yannick, du hast da einen ziemlichen Pferdekopf, hast du. Pferdefresse. Hi, ich bin Pauline. Ich wollte fragen, ob dir etwas Verdächtiges beim Stall aufgefallen ist. Na, hast du ein Glück, dass ich eine Allergie gegen diese Akademietussis habe. Aha. Wie bitte? Nicht du, sondern die zwei Mädels, die 3 bis 4 Mal am Tag in den Stall geschlichen sind und gedacht haben, dass sie keiner sieht. Oh, und ich dachte, Mann, was für blöde Zicken. Weißt du, wer sie waren? Leider nicht, aber das können wir gleich herausfinden. Ich blockiere die Stalltür zum Büro von meinem Papa und du kommst durch die andere. Dann haben die Betrügerinnen keinen Fluchtweg. Alles klar? Bis gleich. Jawohl. Yannick ist ein krasser Typ. Der hilft mir, der ist nett. Jetzt kann ich nicht mehr zurückreiten, oder? Kann ich mich teleportieren? Nope. Okay.